Informationsverbrennen in Monte Carlo. Freitag. Stark bewölkt. Sonntag. Leicht bewölkt. Sonntag. Regen. Die Ziele sind ganz klar Erster und nochmal Erster. Sowohl im Qualifying als auch im Rennen. So, Monaco. 22. Ach du Scheiße. Ne? Ein komplettes Regenrennen. Da werden wir aber locker an die 2-Stunden-Grenze rankommen. So, und im Tunnel wäre kein DRS erlaubt. Klares Abkürzen von mir. Dieser scheiß Poller, der nervt mich immer noch. Das wird er auch, glaube ich, immer machen. Sich keine Strafe einhandeln hier. Kann das sein, dass die KI runtergeschraubt ist? Oh man, das kannst du jetzt echt nicht sein, ey. Sag nicht, die KI ist echt runtergeschraubt worden, nur ich einmal Korb gestartet habe. Weil die fahren 1,28er Zeit, das ist ja mal. Ja. Das ist ja schon unnormal. Schauen wir nochmal ganz kurz. Das gibt's doch echt nicht, ey. Was soll denn der Dreck? ABS habe ich an. Also nochmal von vorne, ey. Ich hab mich schon gewundert, ey. Warum bleiben nie meine Räder stehen? Hab mich schon gewundert. Naja. Lieber rechtzeitig bemerkt, aber 8 Sekunden fand die Amateur langsamer. Monaco immer höchste Concentration. Dann nochmal. Und nochmal. Ah ja. Aber ätzend, wenn ich die Nachrichten jetzt nicht per Dings bekomme. Das regt mich dann doch schon ein bisschen auf. Jetzt aber. Problem geklärt. Voll in die Eisen gegangen hier. Ricardo und ich. Das Problem ist, ich kann doch deutlich schneller. Mein Handy-Akku verabschiedet sich gerade. Das, glaube ich, keinen von euch interessiert. Dass ich noch keinen Mauerknutscher hatte. So ein richtig, wo ich mir die Nase weggefahren habe. Der Computer meldet eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole nicht und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Sektor 2 hat er gesagt. Das Auto wird leichter und da wird immer leichter durch Monaco zu fahren. Deswegen werde ich jetzt nochmal kurz schneller hier mit dem Teil. Warum kann ich nicht ein bisschen länger geradeaus fahren? Wie gesagt, eigentlich wollte ich dann noch im Regen testen hier, aber da ich nicht so ganz an die 100% glaube, das wäre ein Mammutrennen, ey. Das Ziel ist machbar. Hey! Hey, Kollege, was geht ab? Danke, HKRT, gut reagiert. Mein Team ist nie da, wenn man es braucht. Komm schon, schieb mich rein. Los jetzt. Hopp, 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 hopp. Was hat die? Ich hab nur eine Runde. Eine Runde in Monaco, das ist eigentlich ein Trauerspiel. Das war ein wirkliches Trauerspiel hier. So, ich bin nicht der Erste, aber ich habe, ja, Gott. Ich habe einen Lotus hinter mir, das geht noch. Und vor mir habe ich weit und breit keinen. Mein erster wirklicher Mauerkontakt. Und das in der Aufwärmrunde. Das war der erste Frontflügel hier. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Gattegern und Gobalein sind die zwei Neuzugänge quasi in Q3. So, jetzt bin ich auf der Fast Lane. Ich
bin auch der Erste. Ja. Fast Lane. Am schnellsten. Vielleicht sogar stehe ich auch auf der Pole Position. Maldonado langsamer, Hamilton langsamer, Rosberg langsamer, Raikön auch langsamer. Es fällt nur noch Grosjean. Aber wer der Erste erreicht? Teamkollege wurde 12. Man muss sich kurz überlegen. Weil der steht da unten ja gar nicht. Normalerweise steht er doch immer da unten. Ja, eigentlich hatte ich vor, dieses Rennen vor 1, 2, 3, 4 Tagen, das ist Dienstag, wollte ich es eigentlich aufnehmen, oder Montag schon, sind jetzt, ja, sind 4 Tage, ja. Nur das ging leider nicht, denn mich hat, ja, eine Krankheit gestoppt in meinen freien Tagen und deswegen konnte ich nichts voraufnehmen und es regnet wirklich. Oh Gott. Deswegen kamen auch jetzt keine Videos raus, ich konnte auch nichts aufnehmen, wenn man halb flach im Bett liegt. Und das war schon mal der Frontflügel. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass ich mir den andutsche. So, das war die erste Runde. Ach du Scheiße, ich kenne den Bremspunkt nicht. Laut Radar wird das Wetter besser. In den nächsten paar Minuten wird es aufhören zu regnen. Es freut mich, diese Nachricht zu hören. Nix für schwache Nerven. So, kleinsten Sicherheitsabstand habe ich auf dem Raikön, dann auf dem Hamilton. Das bedeutet, ich kann jetzt anders agieren hier, vorsichtiger fahren. Ich sagte gerade vorsichtiger fahren, dann küsse ich erstmal die Wand. Wenn wir einmal richtig die Reifen schieben, dann gute Nacht. Hintermann. 3 Sekunden. Wir fahren hier fast mit 40 um die Kurve. Das kann ich auch mit meinem normalen PKW, ey. Nur meine Beschleunigung nicht so schnell hoch. So, auf Runde 5 sind wir. So, einmal abkürzen. Hat mir aber mehr Zeit gekostet als alles andere. Boah! Gleich auf Fettschellen! Und der ist auch reingefahren, okay? Der steht dann weiter hinten. Aber logisch! Ich hab für 9 Runden extra Sprit an Bord. Leckt mich am Arsch. Klasse abgefahren. Sein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht die Lücke zu schließen. Das glaube ich auch. Die ganze Zeit schon. Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen. Hätte ich es nicht gedacht. Aber Gegenfrage, wo kann man hier überholen? Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht die Lücke zu schließen. Immer noch. Du läufst auf Verkehr auf. Sei vorsichtig. Ach du Scheiße, ne. Wenn nicht als Abkürzung bewertet. Okay. Du läufst auf ein überrundetes Auto auf. Sei beim Überholen vorsichtig. Jetzt soll mich aber gut vorbeilassen, ey. Wir sind nur 2. Genau das habe ich befürchtet beim Überrunden in dieser Kurve. Weil der mich einfach da so blöd abbremst. Verliere ich meine 5 Sekunden Vorsprung. Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Mafraps, ey. Damit er keinen Überholversuch starten kann. Ey, das kann jetzt echt nicht sein. In Monaco kann ich das echt nicht gebrauchen.
So, weiter geht's. Nee. Mein Gott. Es läuft nichts im Hintergrund. Ey, warum? Nix. Und er hängt sich so dermaßen auf hier. Nehme ich nicht an. Alter, das ist... Was für Dreck ist das, ey? Das ist größter Dreck, Fraps. Jetzt funktioniert's wieder. Ey, ich dreh durch. Du machst dich einmal abküssen in der Kurve, kriegst sofort die Strafe, ey. Also das muss Codemasters unbedingt bearbeiten. Diese Hafenschikane. Schon wieder? Ach du Scheiße. Team, wir ändern den Plan. Ich komme eine Runde eher rein. Alter. Ich auch gerade sagen, 4,9. Viel zu lange. Puh. Nur eine Verwarnung. Da, ich finde in dieser Kurve allgemein eine Strafe zu fangen echt gemein. Verdammte Kacke! Nach unseren Prognosen müsstest du 3 Plätze besser liegen. Du musst dich unbedingt steigern. Ja toll, wenn ich mich hier verbremse. Nein, auf Schumacher mache ich nicht. Du darfst nicht zu viel Zeit verlieren. Versuch ihn zu überholen. Habe ich vor. Sorry. Da kommt die Strafe, nehme ich an. Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhalten. Dagegen können wir nicht. Wir werden zu auf die Räder stehen, ey. Komm innerhalb der nächsten 3 Runden rein. Warum fährt er nicht dran vorbei? Ganz ehrlich! Alter, der zögert da auch noch! Du liegst auf Position 3. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn so fair überholt. Aber über Runden in Monaco ist doch grauenhaft, ey. Deswegen mag ich diese Strecke auch nicht. Man müsste die Reihe überhaupt halten, bis 42. Ich finde die Strafe jetzt auch gar nicht so schlimm, weil sie berechtigt war. Auch wenn mein vorderes linkes Rad blockiert, das zählt aber nicht als Ausrede. Außerdem muss ich mich dann noch ein bisschen anstrengen hier für den Sieg, dann ist es nicht ganz so langweilig. Der Fahrer vor dir ist in Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. Versuch erstmal ranzukommen, dann reden wir mal über das Überholen, klar? Gutes Tempo, gutes Tempo. Aber eigentlich hätte ich für die Aktion schon eine Stop and Go bekommen müssen. Weil das in Monaco ja mir nicht sehr schmerzt. Boah, es reicht echt nicht! Komm schon! Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Wollte schon rechts daneben fahren. So Regen wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Wäre meine Frage mit der 2-Sekunden-Grenze auch dann geklärt. Hat Coldmaster das so eingestellt, dass es mit dem Regen einfach nicht kommt? Hat jemand eine Idee, wenn man die Vorderräder schneller auf Temperatur kriegt? Die Hinterräder sind nicht das Problem! Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Das ist mir schon klar. Weil die Räder bauen ja jetzt schon ab.
Verlangen Frontflügel. Heftiger käme jetzt auch noch ein bisschen entgegen. Puh! Hinterreifen schonen. Schwerer Job. Du setzt dich von Hamilton ab. Deine Rundenzeiten sind eine Sekunde besser. Eine Sekunde pro Runde. Ja, geh zurück ins Traumland, ey. Da kannst du es gerne weiter träumen. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Sag nicht, dass ich pushen soll, das geht gerade nicht. Ach du Scheiße, jetzt geht das doch noch gleich los. Ach du Kacke, ne. Viel Spaß wünsche ich mir da, ey. Danke, ihr beiden. Das war gar nicht gut. In der McLaren-Box wird ein Stopp vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Okay, dann kommt halt eben rein. Weil ich musste mich auch noch gleich nochmal rein. Hamilton schmilzt. Seine Rundenzeiten sind eine ganze Sekunde besser als deine. Träum weiter. Sag mal, wenn du aufgewacht bist. Nein! Du hast den Frontflügel verloren. Bring das Auto zurück an die Box, dann bekommst du eine neue Nase. Genau das, was mir nicht erlauben durfte, ey. Passiert. Vergiss den Boxenstopp nicht. Okay, er ist nicht reingekommen. Mein Gott, ich hasse kalte Vorderräder. Das Wetterradar deutet auf leichten Regen in etwa 15 Minuten hin. Es hör mir auf mit Regen, ey. Oh, da ist gekracht. Oh, da ist gekracht. Oh, die McLaren schießen hier nochmal gegenseitig. Aber bitte. Der Frontflügel leicht beschädigt. Sieht aber nicht dramatisch aus. Alter, der gibt noch mehr nach, ey. Dass in 10 Minuten leichter Regen einsetzen wird. 10 Minuten. Du Scheiße, ne, ey. Die Todesnachricht. Och komm, wer weiß, lass mich doch durch. Die haben aber auch Reifenabtrieb links. Am besten ist ruhig und konzentriert zu Ende fahren. Brauchst mich nicht anschieben, Hamilton. So, das muss ich doch noch. Och, der Regen, ey. Wenn der Regen nicht schwer, würde ich sagen, das Ding fahre ich jetzt locker nach Hause. Oh, Schrecksekunde. Wenn der Lotus jetzt auch schon näher kommt, dann heißt das schon was, dass ich hier extrem langsam gerade oder sehr vorsichtig fahre. Der Reifen schont. Och Gott, nenn ich nur Überrundungen! Da haben wir ja nur auf den Wetterbericht geschaut. 15.30 Uhr Ortszeit. Es regnet! Es nieselt! Ah, der jetzt hier doch. Du fährst pro Runde. Dann noch in der ersten Kurve! Du musst ein paar Zehntel zulegen. Der Wagen hinter dir schließt auf. Maul halten da hinten. Ruhe auf den billigen Plätzen. Obwohl, ich glaube nicht, dass sie so billig sind. Mach Platz! Mach Platz! Ach du Scheiße, ne? Es regnet jetzt hier noch echt. Oh, Spiel, willst du mich doch verarschen, ey. Hinten da mir ist irgendwas passiert, weil Räikkönen auf 2 liegt. Hamilton riesen Zeit verloren hat. Räikkönen ist hinter dir. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden. Ja, geh doch, fahrt mir doch überall rein, ey. Da hinten ist jemand gegen die Wand, ey, bitte Safety Car. Alter Schwede.
Okay, Regenreifen beim nächsten Stopp. Ich riskiere jetzt alles mit Regenreifen. War das die Trumpfkarte, die ich ausgespielt habe, oder war das die Niederlage? Gar können wohl mehr Probleme auf Inters. Ey, da warte ich! Da warte ich! Ich warte das erste Mal, ey! Guck mal, wie schnell! Yeah! Sieht so aus, als ob du auf diesem Platz ins Ziel kommen würdest. Geh kein Risiko mehr ein und bring das Auto heil nach Hause. Schwerer gesagt als getan, ey! Regne sich doch mal hier, ey! Maldonado auf der 3, was ist denn jetzt passiert? Was ist das für ein verrücktes Rennen? Wir sind bei Interest gestartet, ey. Wir haben alle Reifenmischungen drauf gehabt. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Kerz ist nicht verfügbar. Scheiß drauf! Und Kimi Räikkönen hat eine 20 Sekunden Strafe bekommen, also KI bekommt auch Strafen. Ich führe vor Pastor Maldonado mit 69 Punkten Vorsprung. Kanada, oh Gott sei Dank. Da muss es doch trocken sein, oder? Oh Gott, ja, so halbwegs.